Ich glaube, wir kommen den Atemproblemen näher. Was ist jetzt mit ihm passiert? Er hat sich selbst gearmbrustet oder war der ganz oben? Und ja, gearmbrustet ist ein Wort. Ah, du hast die Atemprobleme, kann das sein? Oh, was ich auch noch gar nicht gemacht habe, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Okay, es geht jetzt schwer, so wie ich den Gegner jetzt habe. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Wahrscheinlich, weil ich noch sehr vorsichtig bin. In Dark Souls mache ich das nur. Aber da habe ich auch so den ungefähren Engel, also den ungefähren Winkel, den ich am Gegner haben muss, raus. Wenn man sich den... jetzt kann ich sie auch nicht mehr zeigen, wenn ich ein Idiot bin. Und zwar kann man Gegner backstabben. Wenn man sich den Gegnern von hinten nähert, ohne dass sie einen bemerken, geht das, klar. Oder wenn du um sie rumtänzelst wie ein Spasti, dann geht das auch. Ich zeige das beim nächsten einfach, den ich im Nahkampf erwische. Ah ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, das war eine Falle. Warte mal, die konnte ich selber auslösen, ne? War das nicht so? Ja. Das wusste ich jetzt leider schon. Normalerweise lösen die Falle nämlich, glaube ich, aus und dann, ja, hast du den Salat. Oder die erwischen das aus Versehen mit der Armbrust oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie so war das. Auf jeden Fall nicht schön. Jetzt wieder nach oben und nach links. Gehen wir erst nach links. Ach, da komme ich wahrscheinlich zu den Drachen, die ich gerade gesehen habe, ne? Ja. Und da kommen wir jetzt zu dem, was ich meinte, beziehungsweise was ich vorhin erwähnt habe. Ich glaube, wäre ich noch nicht gestorben, wären diese Drachen nicht da. Glaube ich. Weil ich glaube, wenn du die volle weiße World Tendency hast, die du, ich nehme mal an, immer hast, sobald du eine Welt betrittst, weil es ist ja noch nichts passiert, du bist nicht gestorben und bla. Also hast du, nehme ich mal an, die volle White Tendency und da sind die, glaube ich, nicht da. Glaube ich. Und dann kannst du dieses Zeug, was da liegt, looten. So kann ich es jetzt natürlich nicht. Man kann aber beide Drachen töten. Nur zu dem jetzigen Zeitpunkt mit dem, was ich habe, nicht. Ich glaube, man kann die auch cheesen, also ist ja ganz bekannt. Du stellst dich irgendwo hin, wo der Gegner dich nicht angreifen kann, nimmst einen Bogen und dann schießt du den so lange, bis er sich verpisst. Wobei es in den meisten Fällen dann halt eben auch das ist, der verpisst sich, du tötest ihn nicht. Aha. I hear some dragons. Oh Gott. War's das? Bin mir nicht ganz sicher, was der Drache macht. Er hat gerade kein Feuer gespeuert. I'm scared as shit, boy. Immer wenn ich da vorrenne, schlägt er mit den Flügeln. Ah, jetzt kommt er wieder. Dann geht er hier drauf. Aber er geht wieder. Kann es sein, weil ich weggehe, speit er das Feuer nicht? I don't like it.
Weiß auch nicht, wie viel Schaden er macht, ob er mich schon one-shotten kann. Ich höre ihn halt. Ah, jetzt kommt er wieder. Ich bleibe mal ein bisschen vorne. Ich will sehen, was er macht, wenn ich vorne bleibe. Er schreit. Und dann geht er wieder. Boy! Boah. Solange ich nicht unter ihm stehe, schreit er aber nur und geht wieder, oder? Kann das sein? Also er braucht auf jeden Fall eine ganze Zeit lang, bis er wieder hier ist. Ich glaube, ich schaff's sogar. Nein, ich lasse es lieber. Ich lasse es lieber. Oh Gott, oh Gott. Beim nächsten Mal mache ich's. Ah, das hätte ich geschafft. Ich bin ein Feigling. Naja. Ich weiß es eben noch nicht besser. Aua. Wo fliegt der da immer erst rum? Was macht er jetzt, da ich hier bin? Oh oh. Me don't likey likey. Okay, aber ich hab's über die Brücke geschafft. Hebel ziehen. Ich weiß nicht, was er macht, aber ich ziehe an ihm. Ah! Das Tor ganz am Anfang, oder? Ah, ja, natürlich, stimmt. Also wie gesagt, ich habe mir das Play angeguckt, aber ich bin trotzdem lost. Oh! Komm, lass uns zusammen das ABC-Buch studieren. Oh! Ach, das hatten wir schon, ne? I! Oh, das war der Backstep. Geht's denn jetzt lang? Kann ja auch wieder zwei Richtungen aktuell. Ah ne, da ist glaube ich nur ein Item. Vielleicht habe ich auch einfach die Grafik zu hoch eingestellt und deswegen mag ich das nicht, wenn ich Sachen kaputt mache. Aber es ist schon traurig, ne? Weil wenn man jetzt bedenkt, was für eine Hardware ich habe und wie das hier aussieht. Also ich finde, es ist okay gealtert, man kann es absolut zocken. Finde ich nicht schlimm. Aber in Bezug auf die Hardware, die ich habe, ist es schon, ja. Aber es ist halt wieder die Sache, es ist halt eigentlich ein PS3-Spiel. Ja, die müsste ich eigentlich von hinten angreifen. Die sind von vorne sehr gut gepanzert. Oder alternativ Feuer. Jetzt weiß ich leider, dass die sehr feueranfällig sind. Ich werde jetzt meine Brandbomben nicht für die raushauen. Und wenn ich von hinten rangehe, zack, zack, weg. Phalanx heißen die, glaube ich. Wie hieß der Boss so? Aua! Mittlerweile 4000 Seelen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Level-Ups das schon sind. Bin ich wieder hier. Also es ist das Tor, ja. Genau. Genau. Würde gerne das als Waffe benutzen. Darf ich? Nein? Okay, dann nicht. Yo!
Oh, erster Boss. Also nach dem Tutorial. Aber der ist leicht. Der ist sehr leicht. Also der Tutorial-Boss ist wesentlich schwieriger. Jetzt ist die Frage, soll ich die einfache Methode machen oder soll ich ihn versuchen, anders zu töten? Wahrscheinlich mache ich die einfache Methode, so wie man ihn umbringt. Und zwar ganz einfach. Ups. Junge, Junge, Junge. Ach komm, das ist doch hinter ihm. Man nehme die Brandbomben, visiere in die Mitte an, werfe. Vielleicht nicht unbedingt den vor sich. Das war nämlich nicht der Plan. Ist dich beide erwischt, oder? Ja. Ja, jetzt hat es funktioniert. Das ist so die einfachste Methode, ihn umzubringen, würde ich sagen. No! Da war ich jetzt gierig. Ich könnte noch was anderes probieren. Der Boss dumm. Der entfernt sich jetzt von seinen Viechern. Jetzt kann ich ihn angreifen. Weil normalerweise schützen die ihn. Aua. Zugeben, ich stelle mich jetzt gerade nicht unbedingt herausragend an, aber bei dem muss man sich auch nicht wirklich anstrengen. Im Endeffekt ist der Boss einfach nur dieser Plop in der Mitte. Ich weiß auch gar nicht, ob der was Großes kann. Wahrscheinlich wird er ab und zu mal irgendwas aus diesem Kessel da schießen. Und die Phalanx schützt ihn halt einfach. Meine Brandbomben ein bisschen schlecht geworfen, deswegen habe ich keine mehr, aber kriegen wir auch so noch hin. Der eine hat uns da links sogar gerade den Rücken zugedreht, also der hat auch keinen Bock mehr. Lustig, wie sogar die Trophäen trotzdem angezeigt werden. Hartsteinscherbe. Hartsteinscherbe. Weiß gar nicht, ob die Dropshots dafür höher ist, wenn man die alle umbringt während dem Kampf. Aber jetzt haben wir 7000 Seelen. Und die bleiernde Dämonenseele von dem Boss noch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Nexus. Denn ich glaube, jetzt ist die Wachsdame wieder da. Welcome back. The monumental awaits the above. Na, ist jetzt oben wahrscheinlich offen. Sie sagte gerade, oben erwartet uns der Gewaltige. Also wahrscheinlich die linke oder rechte Po-Hälfte von mir. The monumental will explain the nexus to thee. Ach, jetzt bekomme ich den Nexus erklärt. Nett. So. The monumental awaits the above. Habe ich verstanden. The monumental will explain the nexus. Muss ich jetzt erst mit ihm reden, bevor ich mit ihr reden darf?
Ja. Gut, dann gehen wir halt zuerst hoch. Fallen dann runter und verlieren die Seelen. Ganz oben gehe ich davon aus, dass es dieser eine winzige Raum war. Der wird jetzt wahrscheinlich irgendwo hinführen. Stimmt, das war einer, der hier an der Seite saß, gell? Sind alle ziemlich leblos aus. Hier hin. Secret! Oder auch nicht! Ich glaube, das war so einer, der hier irgendwo an der Seite saß. Und du musst alles ablaufen, um den zu finden. Was haben wir denn hier? Ephemer-Augenstein, das ist das Ding, was ich meinte. Ah, da. Der Einzige, der seinen Kopf bewegen kann. We have long awaited you, Slayer of Demons. I am one of the Monumentals. We preserve the fabric of reality. There is something thou needest to know. Once, we too, a scourge of demons faced. Oh, cutscene. In the distant past, under a benevolent rule, the world was united owing to the soul arts. Until a lust for power caused the awakening of the Old One. Across the land seeped a colorless deep fog, and the world faced extinction. At the hands of the demons. Thanks be, we were able to lull the Old One back to his slumber. Yet only after the loss of innumerable souls and half the world lost, erased by the fog. In order to mend the fabric of what land still remained, we entrusted six elders with six precious archstones. One to the king of a small yet diligent land. One to the king of the burrowers underground. One to the wise queen of the great ivory tower. One to the chieftain of lost and ill-fortuned souls. One to the shaman of the tempest-worshipping shadow men, and the last to the great giants of the northern lands. The archstones were placed at nodes across the earth. We contained the Old One inside this nexus and banned the soul arts. Finally, we became monumentals, half-living sentinels of the fabric of reality. Alas, the other monumentals have perished, and only I remain. Ah, jetzt wurden vier Versiegelte frei. Also, er sagte zwar sechs, aber es sind nur fünf zugänglich. Der sechste sollte wohl immer ein DLC sein, aber das ist Cut-Content gewesen, also das hat es nie ins Spiel geschafft. Also haben wir jetzt Zugriff zu fünf Keilsteinen. If not, the deep fog will absorb all that we know. Have you the strength to accept this mission? Ich Kaltstein, auch bin ich blöd. Yes, we are fortunate indeed. Ja, ich möchte diese Mission annehmen. Now, go forth
and destroy every last demon. The old one, without demons to feed its souls, will a new servant seek and lure you to its bosom. We neutralized the old one and banned the soul arts. Then we spread the archstones. Yep. And in order to mend reality, monumentals die kleinen became. Leuchtfeuerähnlichen Dinge. However, man's memory of history is o'ershort, and before long he repeated his mistakes. The monumentals perished, and the archstones were long forgotten. And the short-sighted King Alant once again aroused the old one. The monumentals perished, and the okay. Dann wäre das geklärt. Dürfte ich jetzt endlich meine Seelen benutzen, bevor ich sie, keine Ahnung, irgendwo hinhaue, wo ich sie nie wiederbekomme? Auf dem Boden dieses Nexus zum Beispiel? Ey, wie weit geht's denn hier hoch? Da oben ist ja nicht mal was. Naja gut, hier konnten wir ursprünglich auch nicht hoch. Vielleicht schaltet das Ganze oben auch irgendwann frei. Brave soul, who fears not death. Prithee, lull the old one back to its ancient slumber. Blauaugen und Weißaugenstein. Augensteine vermögen eine temporäre Verbindung zwischen den getrennten Welten herzustellen. Wenn du deine physische Form verlierst, erinnere dich an den Augenstein. Schwarze Jungfrau waltet über nichtmenschliche Seelen. Diese Macht erlaubt ihr, jenen zu helfen, die Dämonen töten. Ach, sie ist die schwarze Jungfrau. Dost thou seek soul power? Ja. Jetzt kann ich aufleveln. Unbedingt! So be it. After all, ja. Thou requirest strength. Go forth. Touch the demon inside me. Let these ownerless souls become thine own. Seelenkraft suchen. So. Gegenstandslast. Ausrüstungslast. Also ich würde Kondition auf jeden Fall gerne steigern. Das steigert sowohl die Ausdauer als auch die Ausrüstungslast, dass ich mehr Ausrüstung tragen kann. Dann würde ich gerne. Bin mir jetzt nicht sicher. Ist Magiekraft. Ist Magiekraft. Intelligenz wird es wahrscheinlich sein. Ja, MP, genau. Damit ich halt wenigstens meinen Spruch zweimal benutzen kann. Aber jetzt erstmal hier Stärke. So viel, dass ich wenigstens das Bastardschwert anziehen kann. Vitalität noch eins. Das muss erstmal. I'm only here to tend to the flames. I keep the candles lit and serve the brave demon slayers who are trapped here. I keep the candles. Yep. Eigentlich könnte ich aber noch. Mir die ganzen Seelen reinpfeifen, die ich gefunden habe, und noch mehr Level steigen. Wenigstens noch zwei Level hole ich mir. Wird wahrscheinlich 400 geben. Davon werde ich aber wahrscheinlich trotzdem zwei nehmen müssen. Hole ich mir noch zwei Level. Nochmal einmal Vitalität, nochmal einmal Kondition. Ausdauer ist gleich Leben. Hairpin. That belongs to my daughter. Ah, der Kamm, den ich gefunden habe.
She didn't make it after all. My dearest little baby. May she rest in peace. May I ask you a favor? Would you mind giving up that hairpin? I'd like to have it in memory of my daughter. Natürlich. You're a saint. Thank you. Thank you so much. Oh, I mustn't forget. It's not much, but please accept this as thanks. I'm a bit ashamed to say, but I found it one day, discarded on the main road. But it seems to possess a strange power. Anyway, I feel that you should have it. It will be happier in your hands. Bring dir kolossalen Stärke. Erhöht die maximale Traglast. Na gut, aktuell sind wir da jetzt nicht drauf angewiesen, aber es ist gut, ihn zu haben. So, Soldatenlotus. Das Blütenblatt einer blauen Blume, die auf dem Wasser treibt, hemmt die Blutung des Benutzers. In boletarischen Kriegszeremonien wurde es den Soldaten gegeben, ehe sie in die Schlacht zogen. Es hat daher auch symbolischen Charakter. Er für mehr Augenstände. Augenstände mehr als zur Hälfte verfallen. Es belebt den Körper des Benutzers wieder. Kann nur in Seelengestalt benutzt werden. Nach seiner Verwendung zerfällt er und geht verloren. Blauaugenstein. Beweis dafür, dass der Gewaltige dich als Dämon schlecht akzeptiert hat. Wenn du stirbst und Seelengestalt annimmst, sende ein Seelenzeichen, damit nur ein Seelengestalt, ein Seelenzeichen wird in an. Ah ja, das ist für den Dings-Part, für den Multiplayer-Part. Eine Seelenessenz wird in andere Welt geschickt und du wirst als Phantom aus jener Welt gerufen. Wenn du dem Beschwörer beim Besiegen eines Dämonen hilfst, erhältst du deinen Körper zurück. Weißaugenstein, der Weißaugenstein. Alle Augenstände kontrolliert das Herbeirufen von Phantomen. Damit schickst du herbeigerufene Phantome in ihre Ursprungswelt. Vertriebene Phantome werden nicht wiederbelebt. Du kannst von Welten, in die du als Phantom gerufen wurdest, auch in deine eigene Welt zurückkehren, ohne wiederbelebt zu werden. Ja. Wie gesagt, PvP hat sich leider erledigt. PvP. Multiplayer. Als auch PvP. Messingteleskop. Ein seltenes Gerät, dessen gekrümmtes Glas den Benutzer weit in die Ferne blicken lässt. Wahrscheinlich stammt dieser Gegenstand aus einer relativ fortschrittlichen Religion von Südboletaria. Die Seele des Dämonen Phalanx. Von ihr geht große Kraft aus. Gewährt ihrem Träger bei der Verwendung eine große Menge Seelen oder bla 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 bla. Kennen wir ja schon. Hallo again. I'm keeping a close watch on your belongings. Rest. So, wir können ja wieder was deponieren. Chrome Sable, Catabrasure, die Helebard, die Shields. So, das Bastardschwert nehme ich jetzt mal mit, weil ich es ausprobieren möchte. Das Gewand. Ring lasse ich mal lieber dabei. Und jede Menge Gras. Hier. Muss nicht sein, dass ich es dabei habe. If only something could be done to help her. You have a heart of gold. It's simple. Just bring me all the soul. In trade, I'll give you with your souls. Ja, ja, das weiß ich schon. Das hast du doch schon gesagt. Ja, ich weiß ja nicht, welche Waffe ich jetzt lieber mag von den beiden. Be thankful that I'm still of good health. Reparieren mache ich aber mal wieder. Reparieren sollte man auf jeden Fall immer wieder, sonst stehst du irgendwann mal nackig da. You come back up. Ja, irgendwas zu sagen. Back in the time that I live below Boletaria Castle, King Aland left on some strange business, then returned with horrible demons in tow. Soon, the land was ravaged by demons and soul-starved madmen. My spine shudders just to think about. If I did not have my miracle stone shard, a keepsake of my grandfather, I may not have survived. Also sie kann offensichtlich Wunder wirken. If I did not have my. Vielleicht kann sie uns später noch mit Zauber beibringen oder so. Have you met the last surviving monumental? Those fools revived the old one on a whim.
And now they've trapped us here in the Nexus in a desperate attempt to undo their mistake. It's all a travesty, if you ask me.